My name is Hadi Marifat. I'm born actually in Afghanistan, but I raised in Pakistan as a refugee. In 2001, when the Taliban regime collapsed, so I went back to Afghanistan. 2009, I started, you know, together with the other human rights activists, the Afghanistan Independent Human Rights Organization. Since then, I'm working with this organization, and of course, on a number of issues. Starting from memorialization, you know, to women rights, you know, to democratization, peace building, deportees. And currently I'm serving as an executive director of the NGO. Wir sind seit Jahren in Afghanistan aktiv, haben aber lange, sehr lange nach einer Organisation gesucht, die tatsächlich das, was sozusagen als Parolen und Losungen über dem NGO-Betrieb schwebt, nämlich sich tatsächlich für Demokratisierung einzusetzen, für eine Politik der Frauenrechte einzusetzen, der Menschenrechte, all das, was alle ständig vor sich hertragen, von dem wir wissen, dass es nirgendwo realisiert ist, die daran tatsächlich arbeitet. Eines, was uns mit ADO verbindet, ist ja die Suche nach anderen Formen von Öffentlichkeit, nach Formen von Öffentlichkeit, die an den üblichen Verfahren, die über die üblichen Verfahren hinausgehen. Und dazu gehören eben auch die Memory Boxes, die eine ganz wesentliche Rolle spielen, sowohl in der Organisierungs- und Selbstorganisierungsarbeit, aber auch in dem Gang an die Öffentlichkeit. Of course, when you talk in Afghanistan, the context of Afghanistan, you know, the concept of, let's say, public memory is basically non-existent. And and of course, even it is hard for the people to connect each cycle of the conflict to another one, and I think because there is, you know, the absence of such memory, particularly the memory box is aimed towards that objective, you know, to put memories of people from different cycles of the conflict, so that people could see the bigger picture and the people could see how this long-standing conflict impacted, you know, let's say, the lives of the people. You know, once we do like all the work at a space like this, but then we also go into their home. And then we go with them, you know, to their family and sit with them and talk. You know, this is actually very important, you know, because this pain, you know, like he was very much emphasizing, you know, that my kids should go to school. So they should not remain, you know, like, you know, illiterate. Also es handelt sich um ästhetische Objekte. Und das Besondere an ihnen ist, dass sie als solche auch wahrgenommen werden können, wenn man nichts über den Umstand wüsste, nichts über den Hintergrund wüsste. Sie erinnern, wenn man zuerst mit ihnen konfrontiert wird, an etwas, das wir hier auch kennen, beispielsweise an Reliquiare. Sie ziehen einen sofort in den Bann, man möchte sofort wissen, worum handelt es sich da. Und geht dann näher hin, lässt sich auf die Dinge ein. Weil es sich mit den Boxen so verhält, haben wir sofort gedacht, dass wir die auch hierher bringen können und hier der Öffentlichkeit zugänglich machen können. Was dann hinzugetreten ist, ist, dass wir nicht einfach sozusagen ganze Kisten rübergeholt haben, sondern eigentlich nur die Gegenstände, um die es wesentlich geht, Erinnerungsstücke, von Leuten, die verstorben sind, die für diejenigen, die sie ADO überlassen haben, von höchster Bedeutung sind, weil sie letzte Spuren sind einer Person, die man verloren hat. Da ist etwas hinzugetreten, was uns jetzt besonders freut, nämlich eine Kooperation mit Studierenden einer Universität, die diese Kisten ihrerseits hergestellt haben in einer langwierigen und auch gründlichen Kommunikation mit ADO selbst. It was really a very difficult decision for us to make, you know, which one to send, you know, because we have, 200 boxes of like this. When we started to bring, you know, victims of different ethnic groups and religious background and from different period of the conflict, there was always a competition. Competition, you know, that the victim was saying that, oh, you know, less happened to you and more happened to me, you know, and you did this and I did this, you know, and all this kind of thing. But of course, it was more accusation and blaming and competition. But slowly, I think, you know, one thing that they realized, you know, throughout the workshop, because the workshop is not just for one day. We work one full week with them, and we basically start, you know, with building trust,
you know, with building, of course, an environment that you can collectively work, you know, and, you know, and of course, once we see the result towards the end, that there is a more harmony, there is more understanding. And one thing that many times we have witnessed that the victims said, you know, no matter, you know, whether you are less victimized and I'm more victimized, or things happen, you know, to you and things happen to, you know, to us, but, you know, the whole, you know, there is one thing common, which is that we are all victim. You know, the narrative of victim is missing in the entire history of the country, you know. This is one. Second reason is because, you know, you have the other narrative, the narrative, you know, of jihad, for example, and that has been glorified very much. But one thing that is, as I said, is missing, there is no reference to the victims. There is no reference how this jihad actually shattered, you know, the lives of, you know, thousands and millions of, you know, Afghan citizens. You know. Imagine after 30, 40 years of conflict and so many victims, perpetrators still, you know, get awarded. You know, they are in positions of power. So for us, it is also important, you know, to challenge that culture of impunity. I am hoping here, both for the Afghans, you know, that they have come here a long time back, that to understand that the violence is still going on, you know, what are actually happening to their fellow countrymen and women. But also for the German people, you know, because Germany has been there for since the beginning of the collapse of the Taliban regime. And of course, the public opinion matters here in Germany. So you have a democratic system here. You know, if you put pressure and the people of Germany talk about justice and can hold accountable the government of Germany, you know, that they have to act strongly on the culture of impunity and stop actually putting an end, you know, to the violence, and of course, and protect more protection for civilians, more protection, you know, for the people that they are losing every day. Was uns an der Kooperation mit ARDO besonders interessiert, ist, dass wir ja zunehmend in Situationen geraten, die jeweils an dem Ort, an dem sie eigentlich aufbrechen, gar nicht aufgelöst werden können. Also die Krise Afghanistans kann ebenso wenig nur in Afghanistan aufgelöst werden. Das wird einfach nicht gehen. Und genauso wenig werden wir hier in unserem Kampf um die Verteidigung der Rechte von Migrantinnen zurechtkommen, ohne dass wir eine Kooperation mit den Leuten herstellen, um die es tatsächlich geht. Also wirklich zusammenzuführen, diese Auseinandersetzung in Afghanistan, die Gewalt, die dort jeden Tag neu erlitten wird, mit der Gewalt, die hier ausgeübt wird, wenn Menschen, die aus Afghanistan sich hierher gerettet haben, nach Afghanistan zurückgetrieben werden, abgeschoben werden. I think, you know, they are sending people, you know, to the war zone. Afghanistan is not safe at all, what is actually, you know, argued here. You know, and there are multiple attacks that are happening every day in the capital. So basically, you know, every day you live in this state of fear and terror, basically. Das alles kann weder hier ausgestanden werden noch dort, sondern verlangt sowas wie die Konstruktion einer globalen Öffentlichkeit und verlangt, dass die Protagonisten zusammengebracht werden, die in der Lage sind, einer solchen Öffentlichkeit auch Gehör zu verschaffen. Die Kooperation mit ARDO steht für uns genau in diesem Kontext und ist deswegen von so entscheidender Bedeutung.